gemacht werden. Na los, komm, einen gebe ich noch ab, einen Schuss. Zack, weg damit. Ey! Alter Schwede, das fand ich aber arschig von denen. Dafür müssen die sterben. Toll, das war's. Mit mir. Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, so dass eure Dienste brauchen. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen durch Southdale. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Der beste Anbieter von Rind, Kalb und Ochsenfleisch. Weißt du, was über Cyrus vorhat? Wie viele Männer braucht es? Welche Verteidigung haben sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, oh, sehr gesprächig. Sollen wir angreifen? Nein. Sehr gesprächig. Thomas, was er erlebt. Wie ihr wünscht. Ja, verstehe, klar. So sei es. So, mal schauen, wo wir jetzt genau hinreiten überhaupt mit dem Konvoi. Fällt das nicht irgendwie auf, dass hier so gut 20 Leute fehlen? Wahrscheinlich eher nicht. Und was sind das da für Leute hinten drin? Oh, kommt schon, ihr seid eh gleich hinüber. Greift den Feind an. Jawohl, ja. Zack, keine Chance, haben die ruckzuck ausgeschaltet. Schön. Schön, schön. Und es geht weiter. Lasst keinen zu uns durch. Zack. Oh, der arme Hund. Zack. Was hat der? Ach, der hat eine fette Axt. Nicht schlecht. Der hat den Hund umgebracht. Ich find's immer irgendwie viel trauriger, wenn Tiere sterben, als wenn, naja, Menschen sterben. Sowohl in Filmen als auch in Spielen. Alter, wie schnell. Wie gibt der überhaupt Zeichen? Zack, zack, zack. Alter, die können nicht mal so schnell reagieren. Da sind sie tot und sie verschwinden. Auch nicht schlecht. Okay. Alles frei. Geil. Die haben es ganz schön drauf. Ja, ja. So, die da auch noch erledigen. Irgendwie fehlt bei mir mitunter der Ton. Das ist ziemlich nervig. So. Halt! Ach komm schon. Guten Abend, Gentlemen. So ein kleiner Übereifriger. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Cyrus. Rein dann. Siehst du? Ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Wohl nicht. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Na dann. Das Signal, wenn ihr bereit seid. Den General finden und töten. Von hinter einer Ecke? Okay. Ah, Entschuldigung, musste gerade niesen. Ich hoffe, das war nicht mehr ganz mit drauf oder nicht ganz mit drauf.
Den haben wir nicht. Wie verläuft die Wacht? Ah, lenken die ab. Ich sagte Haltung annehmen. Wer sagt dir, dass ich mir befehle? Okay, Moment, was sollte ich hier machen? Achso, befreien die Gefangenen, ja. Ich sollte vielleicht auch hier, warte mal, 1, 2, ah, okay. Befreien wir mal die Gefangenen. Einen haben wir jetzt, und doch, haben doch alle befreit, ich wollte gerade sagen, jetzt befreien wir doch nur einen hier. Die sind alle in so großen Gruppen hier. Ich kann natürlich auch einfach alle töten, aber... Ah. Zack, der ist erledigt. Und die nächsten befreien... So. Alter, haut er da mal eben kurz mit der Faust das Schloss ab? Was ist denn das für ein Tier? Oh, guck mal, die sitzen auf dem Boden. Na ja, komm. Okay, Moment. Jawohl, ja, das war wahrscheinlich mit Attentat um die Ecke herum gemeint. Ja, gut, 3 Stück schaffe ich nicht. Und tschüss. Na los, komm her, dann hab ich doch die 3. Und nur noch einer bleibt. Zack. Alter, so geil einfach im Vorbeigehen. Hammer nice. Wie die da sitzen. Ja, aber ja. Natürlich werden die auch leer geplündert. Plündern wir uns hier ein kleines Vermögen zusammen. Mal schauen. Ach, der General. Oder was? Nee. Na, was ist los? Trottel. Finde ich gut. Ist vor allem auch intelligent, so von der von hinter der Ecke oder wenn man sich so hinter so einer kleinen Mauer verbirgt oder versteckt oder so und ein Gegner in die Nähe kommt, dass man den da einfach rüberzieht, killt und dahinter liegen lässt. Oder sowas, ne? Im zweiten Teil hatten sie ja schon Luftattentate hinzugefügt. Das war auf jeden Fall schon mal eine gute Besserung. Eine gute Verbesserung. Mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das vor. Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Tja. Wow, fett. Menschlicher Schild, geil. Alter, wie heftig. Ah, verdammt. Verpiss dich. Alter. Bam. Ach, ja, schön.
Zack. Okay, da kann er nicht hoch, scheinbar. Zack, zack. Und der nächste. Juhu. Alter, wie der weggefiedelt wurde von mir da. Bam! Zack, auch der ist tot. So, nächster, komm her. Jawohl, ja. Auch von hinten bringt's nichts. Zack. So, nächster, da. Ah, verdammt. Alter, wer schießt denn da? Alter, das gefällt mir gerade hier irgendwie gar nicht. Zack. Alter! Hab ich doch gedrückt, Mann! Ich hab Leertaste gedrückt. Wollen die mich hier irgendwie verkackern? So. Mit mir hier. Oh, wen sollte ich denn noch gleich umbringen? Ach, ihn hier, genau. Oh, da ist er schon erledigt. Was für eine Pissnelke. So ein Schwächling. Ich versprach's dir, Silas, und ich werde es einhalten. Headshot. Schön, schön. Ja, das mit diesen Scharfschützen, naja, gehört dazu. Ist ein bisschen nervig, aber gehört dazu. Aha. Aha. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange. Southgate infiltrieren. Erfolg freigeschaltet. Ein mysteriöser Gast. Ja, gut, das habe ich nicht ganz geschafft. Aber ich habe eine Handlung abgeschlossen. Wahrscheinlich ist jetzt Sequenz 2 beendet. Jawohl. Okay. Kranker Scheiß. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ah, okay. Ich hatte gehofft, ihr Anführer. Sich. Doch er erzählt so ein bisschen die Geschichte. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Finde ich geil mit diesen Splittern. Verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Okay. Es ist Winter. Und ein Jahr später, 1755. Ein Drache.